Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und wahrscheinlich letzten Folge von unserem Desert Park. Und ja, der Park ist ja schon so gut wie fertig. Und wir werden ihn heute auf jeden Fall abschließen. Wir könnten ihn zwar nochmal komplett überarbeiten, weil Update 1.10 ist ja endlich rausgekommen und hat endlich diese blöden Grasränder weggemacht. Aber da habe ich wenig Lust zu, weil ich möchte unbedingt einen neuen Park anfangen auf den neuen Inseln. Und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht auf meinem Kanal. Also checkt es einfach ab, falls ihr coole Ideen habt für ein neues Parkprojekt. Ja, ihr seht schon, also es sind hier auch teilweise schon Ränder und sowas verschwunden. Die Strecke hier ist zum Beispiel nicht mehr so dirty, sag ich mal. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus, so wie es jetzt ist, muss ich sagen. Aber man kann jetzt hier wirklich komplett mit Sand rüberpinseln. Also hier ist halt die Strecke von der Dingstour. Das ist richtig, richtig cool, dass das geht. Aber ich fand es gar nicht so schlecht, wie es vorhin war. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt wieder so einigermaßen hin. Oh, passt. Lassen wir so. Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt auch nicht alles wieder überarbeiten. Wir könnten jetzt alles viel, viel schöner hier gestalten, als es jetzt gerade ist. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Wir werden den Park jetzt zu einem Abschluss bringen. Und das werden wir heute auf jeden Fall schaffen. Und ja, also wir sind halt echt schon mega weit, ne? Hier haben wir schon den ganzen Rand bearbeitet. Hier vorne die Ecke haben wir schon gemacht. Also es ist schon ziemlich cool geworden. Gefällt mir schon. Wir können natürlich jetzt auch schön die Futterspende einfach in der Wüste platzieren. Das ist ziemlich nice. Das heißt, wir können hier noch ordentlich Futterspender später verteilen, einfach so, weil die Futterspender haben jetzt auch keine Grasränder mehr. Das heißt, wir platzieren einfach mal schon mal einen sinnvoll als Beispiel. Ja, was können wir denn mal machen? Könnten wir hier den Fleischfutterspender wegmachen. Den hatte ich nämlich da nur platziert als, genau wie diesen hier. Für die Dinos, die hier neu ausgebrütet werden, damit die nicht gleich verhungern, weil die Futterspender so weit weg sind. Aber wir können jetzt einfach mal zum Beispiel hier einen hin platzieren. Und jetzt seht ihr, der hat halt keine Grasränder mehr, so wie vorher. Das ist richtig cool. Das heißt, wir können jetzt auch mitten in der Wüste einfach mal so einen Futterspender machen. Finde ich ziemlich nice. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir mal eben zu den neuen Namen von unseren neuen Dinosauriern. Da haben wir schon hier die zwei Kanus, sehe ich hier. Da sind die gerade schon am Rumstreifen. Da haben wir zum einen den Namen Kanoli. Sind jetzt hier ordentlich weg. Und als zweites haben wir den Namen Bulli. Auch ein sehr schöner Name. Der beißt gerade dem Kanoli ein bisschen in die Haxen. Mensch, warum läuft der denn jetzt so ineinander? Ist aber nicht so cool. Egal. Sehr, sehr schöne Namen. Vielen Dank. Und dann haben wir noch drei Strutomimus. Ich hoffe, ich finde jetzt die richtigen, weil wir haben ja ein paar mehr. Der hier wird es wahrscheinlich sein. Genau. Minimus. Das ist einer der neuen. Auch ein sehr schöner Name für einen Strutomimus. Und die anderen beiden... Nee, das ist ein... Kylo Ren. Wo sind die denn schon hingelaufen? Das ist ja krass. Muss ich mal eben gucken, welche die neuen sind, weil wir hatten ja, wie gesagt, schon welche. Da, der hier ist neu. Der Lucky Boy. Auch ein schöner Name. Hat sich hier schon zu den anderen eingefunden. Und der letzte neue ist Arnold. Oder haben wir jetzt alle? Ich glaube schon. Ich hoffe. Falls ich einen übersehen habe, seid mir bitte nicht böse. Das ist Arnold. Auch ein sehr schöner Name. Und ich muss echt sagen, also ich finde den Park eigentlich ganz schick. Natürlich könnte man das jetzt alles viel, viel schöner gestalten, weil wir könnten jetzt zum Beispiel... Das ist einfach so nice. Man kann jetzt einfach im Nachhinein, wenn hier schon was gebaut ist, ging ja vorher auch nicht, hier zum Beispiel Sand runter machen und so. Ist richtig, richtig cool. Aber ich will das jetzt hier nicht alles noch wieder ändern. Also ich könnte jetzt hier den ganzen Park nochmal mega überarbeiten. Habe ich aber echt keinen Bock zu. Ich will auf einer neuen Insel anfangen, einen neuen Park. Und da habt ihr sicherlich auch mega Lust zu. Weil, ja, der Sandbox-Modus ist jetzt ja auf allen Inseln verfügbar. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Und deswegen würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal eben an den Feinschliff und machen den Desert Park fertig. So, wir müssen eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Also ich habe schon genug Oasen. Ich habe hier schon die Ränder ganz gut bearbeitet. Hier oben können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen die Ränder überarbeiten. Aber was jetzt am wichtigsten erstmal ist, ist die Futterspenderverteilung so ein bisschen. Ich will die noch ein bisschen machen hier auf jeden Fall. Ich werde halt auch einfach so ein bisschen in die Wüste einfach mal Futterspender verteilen, damit auch hier mal Dinos hinkommen. Das kann jetzt ja nicht mehr schaden oder ist jetzt ja nicht schlimm. Ja, der war ein bisschen doof hier vorne, weil da haben wir schon einen. Was haben wir denn hier für Futterspender? Ach, hier haben wir sogar beides. Okay, dann mache ich hier einen Fleischfutterspender hin, würde ich sagen. Warum ich keine Ziegenfutterspender mache, das hat einfach den Sinn. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile schon gepatcht wurde. Wenn man die Dinosaurier-Kampfhäufigkeit auf Aus hat, was wir haben, dann ja, fressen die keine Ziegen, warum auch immer. Guck mal, die ganze Strecke hat sich hier auch verändert, ne? Jetzt überall Sand und sowas, Wald vorher nicht. Na egal, das lassen wir jetzt alles so. Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal zu überarbeiten. Ist halt jetzt doof gelaufen, dass jetzt genau der Patch rauskam, wo wir gerade kurz vor fertig sind. Aber wie gesagt, ich will halt jetzt ein neues Projekt anfangen und deshalb werde ich jetzt hier
nicht mehr allzu viel Zeit rein investieren, weil ich könnte jetzt den ganzen Park noch mega schön machen, aber wir werden mit Sicherheit nochmal irgendwann einen Desert Park bauen und wahrscheinlich auf einer anderen Insel sogar, das wäre mega cool. So, was habe ich jetzt hier gebaut? Ein Pflanzenfutterspender, mache ich nochmal hier so einen großen hin. Ich mache den mal hier hin, in den Wald, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, hier hinten, das lassen wir auch einfach so. Ja, Leute, ich würde einfach sagen, der Desert Park ist fertig. Er ist jetzt nicht scheiße geworden, aber er könnte natürlich jetzt nochmal 100 Mal besser aussehen, jetzt mit dem neuen Patch. Deshalb bin ich einfach auch ein bisschen demotiviert, jetzt hier noch viel Arbeit reinzustecken. Das ist halt echt ärgerlich, aber auch nicht weiter schlimm. Also der Park ist eigentlich echt schön geworden. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn findet. Wir werden aber jetzt noch ein bisschen was auf jeden Fall machen. Wir werden noch Dinos freilassen, nämlich 4-mal den Dreadnoctus und einen Allosaurus. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal zusammen schön diese Desert-Tour hier machen. Safari-Tour. Haben wir die umbenannt? Ich weiß es gar nicht. Die werden wir auch gleich nochmal machen. Da freue ich mich schon drauf. Und dann schauen wir uns mal unseren Park an. Unsere neuen Dinos sind fertig. Die werde ich jetzt freilassen. 4-mal den Dreadnoctus im Wüstenmuster und einmal den Allo im Wüstenmuster. Ist noch nicht ganz fertig, aber sollte gleich fertig werden. Dauert jetzt erstmal, bis wir die freilassen. Aber auch ein sehr cooler Dino, ne? Kann man nicht anders sagen. Boah, hat der einen coolen Schrei. Holy shit. Ist ja mega nice. Gleich werden wir hier unten sein mit der Tour. Darauf freue ich mich auch schon. So. Lassen wir... Als nächstes den Allo frei, die anderen lasse ich gleich so frei, das dauert nämlich zu lange. Ihr könnt natürlich immer noch schöne Namensvorschläge hier in die Kommentare schreiben. Ich werde die auf jeden Fall noch benennen, auch wenn keine weitere Folge kommen wird. Aber wahrscheinlich werde ich euch nochmal das Safe Game oder so in einem Video zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr die Namen dann selber nachschauen. So, dann würde ich sagen, lassen wir mal den Allo frei. Allo darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt, wo wir schon die Diplodocus haben. Er rennt direkt los. In Richtung Wüste. Sehr, sehr cool. Das ist schon nice. Ich mag den Park. Das ärgert mich natürlich trotzdem ein bisschen. Ist ja klar. So, einen lassen wir noch gemeinsam frei. Und dann die anderen beiden lasse ich so frei. Und dann, würde ich sagen, fahren wir mit der Jurassic Tour mal eine Runde. Ich finde, irgendwie sieht das hier vorne so komisch aus bei dem Dreadnoctus. Findet ihr auch? Guck mal hier. Sieht wie komisch aus, oder? Ich weiß auch nicht. Jetzt der Schrei nochmal. Schon nice, ne? Also richtig cooler Schrei. So, ich würde sagen, ich lasse die anderen beiden frei und dann sehen wir uns wieder. So Leute, die anderen beiden werden jetzt gerade freigelassen und ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt los. Ich würde eigentlich gerne mitfahren und nicht selber fahren. Frage ist nur, wo sind wir gerade bei der Tour? Ich würde halt gerne am Anfang mitfahren. Wobei, das geht eigentlich. Wir sind jetzt gerade am Anfang des Flusses sozusagen. Also da hinten ist die, das Entwicklungslabor. Da werden gerade die Dreadnoctus freigelassen, da hinten. Das passt dann eigentlich. Hier können wir sogar einige Plätze annehmen. 3 Stück haben wir. So, wir setzen uns mal hier hinten auf die Ladefläche, wie so ein Besucher. Schauen wir uns jetzt mal die Tour an. Da sind die neuen Dreadnoctus, die noch keine Namen haben. Richtig cool. Bitte bleiben Sie während der gesamten Fahrt sitzen. Schade, dass man nicht ranzoomen kann hier. Echt gespannt, was wir so zu Gesicht bekommen. Kann natürlich auch sein, dass sich die meisten Dinos jetzt verstecken. Die Wüste ist ja groß. Aber bis jetzt habe ich nur die Dreadnoctus gesehen. Ist echt krass. Wie excited er guckt.
Sehr witzig. Was ist denn da vorne? Hat mir gerade die Palme gezeigt. Achso, ich war gerade die Frau. Ah, okay. Oder? Ne, ich bin verwirrt. Irgendwie ist das unlogisch. Eigentlich müsste hier links neben mir eine Frau sitzen. Schaut mal. Da. Und hier müsste der Typ eigentlich sitzen. Okay, das ist strange. Hinterfragen wir einfach mal nicht die Logik. Wo sind jetzt die Dinos alle? Das gibt's doch nicht. Verstecken sich. Aber wir kommen ja gleich zu den Oasen. Das dauert halt nur ein bisschen. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt. Ganz gemütliche Tour hier. Oh ja, da kommt Dinos. Jeder Dinosaurier, den Sie sehen, ist das Ergebnis von unzähligen Stunden harter Arbeit eines großen Teams, das aus Genetikern, Betreuern und Wissenschaftlern besteht. Richtig schön, ne? Ich finde das echt cool, dass wir hier so an so einem oder an unserem Fluss langfahren. Das war eine nice Idee von euch. Jetzt nach dem Update hätte man natürlich die Strecke komplett quer durch die Wüste machen können. Oh, da sind die nächsten Dinos. Bei unserer ersten kleinen Insel, wo der große Baum ist. Was ist denn das da vorne? Ist der Alu, glaube ich, ne? Müsste eigentlich. Aber die anderen Dinos scheinen sich echt zu verstecken. Das ist krass. Oh ja, da ist der Alu. Der hat uns auch schon bemerkt. Der guckt uns auf jeden Fall an. Läuft jetzt übers Wasser. Der Studiomimus hat große Augen und keine Zähne. Dafür jedoch Vordergliedmaßen und längere Klauen als andere Vertreter seiner Gattung. Oh ja, da ist der Studiomimus. Vorne ist ein Kano. Kano hat uns auch schon... Oh! Irgendwas gerammt. Ich glaube, das war ein Studio. Die beiden Kanos haben uns auch schon bemerkt, da. Ist echt schwer, alles so mitzubekommen, weil hier so viel losgeht. Oder los ist. Auf einmal kommen sie alle aus den Löchern gekrochen, die Dinos. Da hinten laufen auch Dinos in der Wüste. Aber das ist schon echt cool, ne? Wie weitläufig das hier ist, das Gehege. Da sind die Euoplocephalus. Zu unserer Linken. Auch richtig nass. Der Euoplocephalus hat eine starke Schwanzkeule, die er zur Verteidigung einsetzt. Diese Keule kann eine Aufprallkraft von bis zu 1000 Newton haben. Boah, krass. Von der will ich nicht getroffen werden. Wie die auch immer rüberschauen, die Dinos. Das ist voll cool. Richtig nice aus. Oh, da, was haben wir denn da? Zu unserer Rechten. Oh, oh. Ein gefährlicher Spinoraptor nähert sich uns. Ja, der kommt wirklich näher. Da ist er. Hat uns auch bemerkt. Lugt aber nur so da. Der Spinoraptor ist eine Kreuzung aus einem Spinosaurus und einem Velociraptor. Er ist besonders aggressiv und leicht reizbar. Gute Information. Da fühle ich mich gleich viel sicherer hier hinten auf der offenen Ladefläche. Ich glaube, der verfolgt uns sogar, ne? Kann das sein? Ich kann es gerade nicht sehen. Oh ja, er verfolgt uns. Oh oh. Aggressiv und leicht reizbar, geh weg. Da hinten sind die Kasmos. Man nur ganz klein erkennen. Jetzt sind wir an der großen Oase. Jetzt bin ich mal gespannt. Lichter können die Dinosaurier erschrecken. Also verwenden Sie beim Fotografieren keine Blitze. Was wir zu Gesicht bekommen. Ja, Fotos kann ich leider nicht machen. Es wäre cool, wenn man hier ranzoomen könnte mit einer Kamera. Weil die Dinos leider immer sich sehr fernhalten von der Tour. Ist aber ja auch nicht schlimm, ne? Sieht man die Dinos halt mal von der Ferne ein bisschen.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr in echt so eine Tour machen würdet, wenn es das geben würde. Ich glaube, mir wäre das zu gefährlich. Ich meine, es ist ja mega die offene Ladefläche hier. Das ist echt krass. Der hat hier richtig Schiss. Da vorne ist, glaube ich, der Giga gewesen, kurz. Bisher wurde der Stygimoloch in der Hell Creek, Ferris und Lance Formation gefunden. Mit seinem Kopf kann er besonders gut Mauern durchbrechen. Oh, jetzt haben wir was auf der Fahrbahn gerade. Stau. Ja, haben wir mal einen kurzen Halt. Können wir mal die Dinos beobachten. Oh, schaut mal. Wie nah die dran sind, die Kleinen. Ach, wie süß. Da sind die Stygimolochs. Hier ist ja richtig was los bei der Oase. Richtig nice. Ach, die sind so toll. Hier zu unserer Rechten sind auch noch einige Dinos. Bei uns läuft auch noch ein Stygi. Oha. Boah. Bitte ramm uns damit nicht, mit deinen Stacheln. Stygimoloch bedeutet Oha. Und leitet sich von dem Fluss aus der griechischen Mythologie ab, der das Reich der Sterblichen von der Unterwelt trennt. Ganz schön gefährlich hier. Kleine, flache Kopfplatte mit seinem Stachelschwanz. Ja, jetzt lassen wir uns durch. Jetzt sehen wir nochmal die Stacheln. Oh mein Gott, der hat unser Auto gerammt. Der hat aber auch Stacheln, ne? Richtig krass. Tschüss. Schön mit euch. Ist richtig cool, wie die Diplos und so da grasen im Hintergrund. Ja, einige Dinos sieht man halt echt nur von der Ferne. Da hinten die Kasmos, die haben sich zum Beispiel gar nicht gezeigt. Wie viele moderne Tiere verschluckt auch der Diplodocus Steine, die ihm bei der Verdauung seiner Nahrung helfen sollen. Jetzt können wir hier sogar noch mal ein Diplo ein bisschen näher sehen. Das ist cool. Versteckt sich leider hier so ein bisschen in den Bäumen, aber das ist ja an sich nicht schlimm. Wechsel mal schnell den Platz. Na du? Ich hoffe, es schmeckt. Sieht lecker aus. Der Diplodocus war einer der ersten Dinosaurier, von dem ein Skelett entdeckt wurde. Sein Name bedeutet Doppelbalken und leitet sich vom Chevronknochen seines Schwanzes ab. So, jetzt sind wir ja eigentlich schon einmal quer durch die Wüste gefahren. Fahren jetzt nur noch am Rand zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch was passiert. Ansonsten würde ich jetzt für euch das Ganze vorspulen. Oh, wir kriegen nochmal was zu Gesicht. Cool. Uranosaurus. Hallo. Na, was geht? Ja, richtig cool. Dass sie hier nochmal Dinos zeigen in der Ecke, finde ich nice. Tschüss. Ihr Schnabeltiere in groß. Ja, Leute, das war's mit der Jurassic Tour in unserem Desert Park. Ich fand's richtig schön. Der Park hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, war richtig cool. War auch eine Herausforderung mit den Rändern und so, aber das hat sich jetzt ja am Ende erledigt. Ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber nicht weiter schlimm. Der Desert Park hat mir an sich richtig viel Spaß gemacht. Falls euch das Projekt Desert Park gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr mehr Parkbauprojekte sehen wollt, dann dürft ihr gerne den Kanal abonnieren, weil es wird demnächst ein neues Parkbauprojekt starten. Ich habe dazu auch schon ein Video auf meinem Kanal gemacht, wo ihr Vorschläge reinschreiben könnt. Ich verlinke das Ganze für euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Checkt es ab, noch dürfte es, glaube ich, nicht zu spät sein mit Vorschlägen. Aber es wird bald ein Vote auf meinem Kanal geben, da könnt ihr dann entscheiden, was für einen Park wir bauen werden und auf welcher Insel. Weil mittlerweile können wir ja alle Inseln bebauen, das ist richtig cool. Und ja, ich freue mich aufs nächste Projekt. Ich hoffe, der Desert Park hat euch richtig Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall schon. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.